wenn man die Qualität von Bayern München sieht, da sind Spieler dabei, die wir uns nicht einmal leisten können. Also von dem her, also ich glaube, dass Bayern München auch gerne weiter oben wäre in der Tabelle. Warum das so ist, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere machen. Aber sie sind in die Saison gegangen, um aufzusteigen. Das war ja ganz klares Ziel. Und bis jetzt haben sie nicht die Punkte erreicht, um jetzt weiter vorne zu sein. Aber ich habe sie gegen Rosenheim gesehen, da haben sie sehr ordentlich gespielt, da haben sie auch sehr gut gespielt. Also gesagt, ich gehe immer vom letzten Spiel aus und nicht von dem, was vorher war. Ja, es ist eine sehr technisch, sehr, sehr gute Mannschaft. Auch von den Positionswechseln her, also sieht man, dass der Trainer da sehr viel Wert auf Variabilität legt. Also ist schon außergewöhnlich, wie sie spielen, auch schön anzuschauen. Und wie gesagt, und deswegen wird es auch für uns morgen keine leichte Aufgabe werden. Im Gegenteil, wird eine ganz schwere Aufgabe. Und ich orientiere mich nicht an den Punkten, sondern ich orientiere mich daran, was für Spieler morgen auf dem Platz stehen werden. Und wenn man dann hört, Dorsch, Friedl, vielleicht, wahrscheinlich, oder ist jetzt vielleicht bei den Profis dabei, aber wird bestimmt morgen spielen, denke ich, Reed, Tillmann, Pantovic, also der kann jetzt noch Fein, das sind alle Spieler, die wo auch teilweise Profiverträge besitzen, also das ist eine hohe Qualität. Ja, was soll man machen? Sollen wir fesseln, ja, oder? Zum Beispiel. Ja. An die Kette. Nein, wir werden, klar, wir bereiten die Spieler darauf vor. Wir sagen ihnen halt, wie er sich bewegt, wie bei jedem anderen Gegner auch, aber wir werden jetzt garantiert nicht wieder in Manndeckung nehmen, weil Manndeckung spielen wir heutzutage nicht mehr. Ja, zu Augsburg ist halt einfach komisch, weil gerade in den kleineren Stadien haben sie sich super verhalten, die Fans. War auch immer eine super Stimmung, auch mit den gegnerischen Fans. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Augsburger Fans natürlich auch provoziert haben. Muss man auch. Also ich will jetzt nicht ihnen da irgendwo zur Seite stehen, weil das, was sie gemacht haben, das geht gar nicht. Wir müssen ja jeden Tag hart arbeiten, wir müssen jeden Tag schauen, dass wir es irgendwie hinbiegen. Und das ist natürlich dann nicht zielführend, wenn man dann auch noch eine Strafe bekommt dafür. Aber ich hoffe, dass morgen beide Fanlager dementsprechend auch sehen, dass das viele junge Spieler auf dem Platz sind. Und sie sollen die Mannschaft unterstützen, tatkräftig, und dann wieder nach Hause gehen. Ja, das war einerseits schön, weil ich da als gebürtiger Münchner vor 70.000 Zuschauern im Olympiastadion treffen konnte. War ein tolles Gefühl gegen Oliver Kahn. Nach, 20, 25 Minuten zum 1-0. Und danach haben sie uns halt zerlegt, aber war natürlich mit Elber, Scholl, Pizarro, ich kann jetzt alle aufzählen, Sagnol, Kufo und so weiter. Also war eine Bombenmannschaft, und an dem Tag konnte man uns einfach nicht dagegen wehren oder hat man nicht die Qualität, ihre Qualität einzudämmen. Und war natürlich dann auch noch für mich nicht so schön, dass dann der Werner Lohner gegangen ist, weil wir ein gutes Verhältnis hatten. Aber wie gesagt, vorher waren wir ja auch nicht so. Wir haben dann vorher, glaube ich, gegen Bochum im Pokal 5-0 verloren. Also da war irgendwo so ein Negativtrend zu erkennen, und ja, dann hat sich der Verein so entschieden. Die sportlichsten Bilder aus München. Unterstützt von Foto Video Sauter.